Ich was? Ich sehe es jetzt. Die Wiege ist in Washington D.C. im Kapitol. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Jesus Christus. Das ist 5000 Meilen von hier. Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil wir Angst ins Kopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird. Für den Fehler, einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern. Einen Angriff mit einer von der CIA finanzierten Biowaffe. Und jemand wird seinen Posten übernehmen. Du. Ich. Das Pantheon wird endlich die Institution kontrollieren, aus der es vertrieben wurde. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. So, und damit ein Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu COD Black Ops 6. Die Wiege ist im Kapitol in DC. Sie werden sie freisetzen, sobald sie Harrow haben. Heilige Scheiße. Ich informiere Livingston. Mal sehen, ob das Arschloch endlich zuhört. Verstanden. Scheiße. Woods! Woods! Es geht los. Oh. Fuck. Oh shit. Fickt euch! Verdammt! Scheiße! Ich will ihn lebend. Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fick dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Keine Sorge. Dein Leiden ist bald vorbei. Woods braucht uns! Felix, bist du... Geht! Ich komm schon durch. Chef, bleib bei ihm! Gib uns Feuerschutz! Adler, Case, mir nach! Geh, Case! Ich komme klar! Muss ich ja. Woods, melde dich! Nichts! So. Zack, 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 zack. Wir müssen Change finden. Okay. Lass mich nur kurz hier schauen. Woods! Sie darf nicht entkommen! Geh, ich hab ihn! Case, los geht's! Hilf mir mal! So, let's go! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ich sehe sie! Fuck it. Case! Case! Sie darf nicht entkommen. Es liegt an dir. Los! Los! Töte sie. Yeah.
schließen. Oh, verdammt nochmal. Zack. Ich hätte keinen von euch schützen dürfen. Ich habe Livingston zu deiner Suspendierung gedrängt. Ich wollte dich aus dem Weg haben. Verdammt. Verdammt. Okay. Nein. Nein. Oh, sieh, was du angerichtet hast. Ich weiß, wer du wirklich bist, Case. Die Wiege hat dich zu dem gemacht. Du verdankst alles dem Pantheon. Vernichte sie. Die Wiege. Rings zu Ende. Was passiert? Ja, wir müssen hier zusammen rauskommen. Das nicht. Case, ich bin's. Ich verstehe jetzt. Du musst nicht. Du musst nicht. Case. Tut mir leid, Harrow. Case, er hat geantwortet. Livingston hat das Kapitol geräumt. Alle sind sicher. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft, Case. Wir haben es geschafft. Zwei Wochen später. Danke fürs Kommen. Kriegen wir Augen oder Schuhe aus Beton? Nichts davon. Aber ich dachte, eine Entschuldigung wäre gut. Verdammt richtig. Ich weiß ja nicht genau wie. Aber was ich weiß, ist, dass sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben. Wir sind also gefragt. Sieht so aus. Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran. Aktuell haben sie etwas von großem Wert. Anonymität. Sie stehen im Schatten. Kein Scheiß. Wir leben in diesem Schatten. Das hier ist anders. Ihr Einfluss ist größer als je zuvor. Wir brauchen sie, Woods. Sie alle. Ich besorge, was sie brauchen. Unterkünfte, Ressourcen, Geld, weitere Einsatzkräfte. Alles inoffiziell. Ist der Kalte Krieg nicht vorbei? Kein Bedarf mehr an... Wie war das? Globale Revolverhelden. Ja. Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war. Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Was sollen wir dagegen machen? Was sie immer getan haben. Beschützen sie uns. Harrow mag Geschichte sein, das Pantheon nicht. Ich brauche sie in Avalon. Sie sind noch eine Gefahr? Und ob. Schlimmer noch. Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns. Wir dachten, wir wären sie los. Wie es aussieht, waren sie nie weg.